Yo, servus Leute, was geht ab? Seht ihr dieses Team? Das ist das Team fürs Battleship Wager. Und bei Steini, der heute im Start ist, und bei mir fehlt jeweils der Stürmer. Und da werden wir jetzt gleich das Basis Icon Pack öffnen, um rauszufinden, wer unser Stürmer wird. Aber erstmal ein herzlich willkommen an Steini, der Keller. Welcome, welcome, hi and welcome. Macht er, wie nochmal? Hi. Macht er noch Videos? Emra. Okay, ich hab's nie gesehen. Hi, and welcome. Die Frage, ne? Ich finde, das wäre so einer, der würde bei TikTok gut passen. Ja, safe, eigentlich schon. Vielleicht ist er da unterwegs. Keine Ahnung. Don't know. Maybe, baby. Let us know. Andere Sache, Steini. Hast du gesehen, dass bei den Icons, weiß nicht, vielleicht hast du eine im Team jetzt, die haben ein neues Logo. Das Icon-Logo ist neu. Nee, also ich habe keine im Team, weil ich eine kriege und ich hatte gerade nur einen Stürmer, aber ich kann mal gucken. Echt? So ist mir gerade einfach aufgefallen. Das ist neu, das ist einfach so ein neues Logo. Ja, tatsächlich. Also die Liga quasi. Die Liga hat jetzt so ein Logo. Ja. Lol. Ich weiß zwar nicht, was es darstellen soll, aber ja. Okay, ja, Minecraft-Stein oder so, keine Ahnung. Wenn ihr es wisst, schreibt es in die Kommentare, Freunde. Apropos, schreibt es in die Kommentare. Wir haben bei Steini ein Video aufgenommen, Freunde. Das steht nicht in den Kommentaren, aber in der Videobeschreibung. Ein sehr geiles SWB kommt auch bei ihm online. Der Link ist in der Videobeschreibung, Freunde. War ein Battleship, aber ist nicht schlimm. Habe ich gesagt SWB? Ja. War es Schlägerei halt auch, ne? Ronaldo, Rooney. Ist mit Schlägerei, hat was mit Schlägerei zu tun, ja. Freunde. Checkt es auf jeden Fall ab, der Link ist in der Beschreibung. Und ich würde sagen, bevor ich mich jetzt hier dumm und dusselig quatsche, gehen wir jetzt ins Base Icon Pack rein. Steini wird den nachkaufen und der kommt in den Sturm rein. Lasst gerne einen Daumen nach oben da auf dieses Battleship Wager, Freunde. Kommentiert gerne, was ihr gezogen habt in dem Pack. Ich wollte es eigentlich nicht machen, aber dann kam gestern Abend, wenn ihr das seht, gestern Abend diese Ribéry-SBC und ich dachte mir so, nö, mache ich nicht. Ist mir zu teuer. Und deswegen habe ich doch das Pack hier genommen fürs Video. In dem Sinne? Ja, viel Erfolg. Wir decken das ab. Ich werde es selbst auch nicht sehen und wir werden es nach und nach aufdecken. Ja? Also, let's go. Augen zu. Und dann skippe ich den Lachs gleich und drücke dann RS. Sagst du? Weiß nicht mal, was man gutes ziehen kann. Sagst du mir auch die... Ich spreche laut. Ja, ja, ich spreche laut. Okay. Okay, ich drücke X und R3. Okay. Bist du ready? Achso, ich muss noch... Was ist das für ein Pack? Base-Icon, oder? Genau, Base-Icon. Base-Icon. Ah ja, Eusebio wäre geil. Müller auch. Hullet? Müller, Hullet. Kräuf, Zidane, okay. Pelé. Kräuf habe ich noch nie gezogen. Das ist so deiner, ne? Kräuf ist deiner. Puskas. Ne, gar nicht. Dieses Jahr auch noch gar nicht gezockt. Gerd Müller hat echt Laune gemacht. Aber ich habe den mittleren, glaube ich, gespielt, naja, meine ich. Das fand ich nicht so. Gut, ich lese vor jetzt. Ich gucke mir die ersten Set an, ja? Physis 70. 80 Sprungkraft, 86 Ausdauer, 68 Stärke, 54 Aggressivität. Ist richtig scheiße. Physis, hä? Aber was? Kann gut sein. Physis. Kann gut sein, das scheiße ist. 70 Physis. Das kann auch für den Offensiven sprechen. Verteidigung 59. Mit 87 Kopfballpräzision. Also offensiv, oder? Ist gut für uns. Ich glaube, du hast Dings gezogen. Also Stand jetzt riecht alles nach Pelé. 92 Dribbling. Ja, das ist... Bruder, das ist kein Dreck. George Best. Jetzt habe ich geguckt, du Arschloch. Oh Mann. Nein. Ach, du Drecksack, du hast mich aufgeregt. Das sieht wirklich aus wie Pelé. Aber Best geht doch fit. Mann, mega geil, Digga. Richtig gut. Und der kann leider nicht ZOM spielen. Aber scheiße, ZOM kann er noch. Aber geht doch klar. Ey, Steini, Mann. Jetzt habe ich schon... Ich war so aufgeregt, als ich geguckt habe einfach. Ich sehe nur, du sagst mir die Stats. Ich bin mal auf Footbin gegangen und guck nur hier. Und denke, ey, Bro, das könnte halt Pelé sein, ne? Wegen dem Deathwert. Ja. Und dann halt Dribbling noch. Ah, George Best ist richtig. Ist decent. 550k. Schmeckt. Hat sich doch gelohnt. Ah, kann ich mein Team hier umstellen? Der könnte Stürmer? Ich habe halt generell keine Formation. Naja, gut. Ich stelle ihn einfach da. Georgie, ey. Oh, das schmeckt. Das schmeckt. Oh, noch nie gezogen. So, die Teams sehen jetzt folgendermaßen aus. Ja, Georgie Best kommt leider nicht auf Chemie, bleibt aber hier drin im vorne im Sturm und wir stellen jetzt komplettes Team auf die Bank. Danach wird Battleship gespielt. Ja. Dann würde ich sagen, ich lasse dir den Vortritt, du darfst anfangen, bei mir den MS und MS zu setzen. Spielst du rein zufällig die 4-3-2-1? Korrekt. Spiel ich auch. Dann nimm mal die Nummer 2 links. Super Start, Dankeschön Steini. Kein Thema, immer wieder gerne. Und die Nummer 8 rechts. Die 8, die lacht. Oh mein Gott, du hast mit diesen zwei Picks, glaube ich, gerade schon mein komplettes Team. Also du hast mir gerade eine sehr... Boah, du hast mir 2 ZMs ins MS gestellt. Ich sag's einfach, wie es ist. Du hast ja, mir sehr, sehr viel Hoffnung gerade. Ist Katastrophe, aber wenn ich dir jetzt noch IV ins Mittelfeld packe, Verteidigung, dann ist halt Schachmatti. Gut, dann du. Linker MS, die 4. Das ist natürlich gar nichts. Und rechter MS, 2. Das war auch nicht besser. Munir, Alter, im Sturm. 1, links. Was soll das, Steini? Was tust du mit mir?
6, 7 von links nach rechts, also Mitte und rechts. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und rechts die 7. Mhm. Geil, Digga. Dankeschön. Dankeschön. Komm einfach mal trocken die komplette Reihe gesetzt. Wie? Alles ZMs? Alles ZMs. Das kann doch nicht wahr sein. Ich dachte schön, ich. Mann! Weißt du was? Du nimmst einfach genau die gleichen Zahlen, die du mir gerade genannt hast: die 1, die 7 und die 6. Von links nach rechts. Ja, scheißegal. Ich hab die eigentlich bewusst genommen, damit du die nicht nimmst. Dankeschön. Ist das so? Fühlst du da taktisch an der ganzen Geschichte? Ich glaube, ich bin kaputt. Wer weiß, ich glaub dir da noch gar nichts. Gott. Die Nummer 12. Linke Außenverteidiger. Ah, komm. Lass einfach gut sein, wirklich. Lass es. Die 11, IV. Boah. Ja. Die Nummer 9, andere IV. Das war's. Andere Modell, andere Farbe. Und die 4, Rechtsverteidiger. Boah, hast du mich auseinandergenommen. Was für Auseinander? Du hast 13 M's angeblich stehen. Hä? Von links nach rechts, Shiny. Links die Nummer 10. Das gibt's ja nicht. Linker Innenverteidiger, die 8. Rechter Innenverteidiger, die 3. Ja. Und Rechtsverteidiger, die 9. Hey! Pack die 10 ins Tor. Die 10 ins Tor. Das ist ja wirklich der Knaller. Das ist ja wirklich damit die schlechteste IV, die ich hätte kriegen können, glaube ich. Du packst bitte, was hast du noch, die 5 und? 5, 11, 12. Die 11. Ja, ist gut. Wie sieht's aus, Shiny? Torwart drinne? Torwart ist drin, ja. Bei mir auch. Und los Game Changeros? Einen. Ich habe auch nur einen. Ja. Einen einzigen ZM hast du mir nur gesetzt, Digga. Wer ist bei dir nicht im Team? Theo Hernandez in Form und Ahmada Bronze. Okay. Obviously mache ich den Change. Wer fehlt bei dir? Philips Schlotterbeck. Ich habe 2 Chemiesteine. Ich habe 0. Ja, okay, du hast doch deinen Switch noch nicht gemacht. Ich habe den Switch gemacht, habe trotzdem 0. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Einfach Battleship auf 0 Chemie heute. Gut, Manager rein. Kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Chemie. Nee, bei mir ist ja gefühlt keiner auf Position. Ne? Aua, ey. Hey, plus 1 Chemie. Hey. Warte mal, dann gebe ich ihm noch eine richtige Liga, maybe, baby. Ich habe 5 Chemie mit Manager, Steini. Dann würde ich sagen, ihr seht jetzt beide Teams, Freunde. Katastrophe. Das Gameplay, guckt es euch bitte nur an, jetzt, wenn ihr starke Nerven habt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Der Verlierer discardet. Wie immer. Der Verlierer wird hier heute alles diskarren. So, dann zeige mal her. Im Atlanta, Heimspiel. Georgie Best, ey. Da bin ich sehr froh über den Boy. Das Gameplay fühlt sich ganz anders an als gerade. Ist ja viel schneller. Ach du Scheiße. Eventuell ist es auch schnell. Wen hast du denn in der Verteidigung? Bellingham. I'm going to lose so bad, man. Gott, ist Foden scheiße. Ja! Es ist so wichtig! Es ist so wichtig! Der geht einfach aus dem Weg. Ich werde, glaube ich, 11-0 verlieren. Bondo, mein Bruder. Benazir! Dass er den reinhaut, was? Aber eine Fackel, Alter. Goblin Kick. Du nichts nutzt, Makelele. Ey, wohin? Du bist ein Macher. Richtig! Wer ist denn Ulrich? Ulreich? Was für Ulrich? Nein, da stand Ulrich. Wer ist das, Digga? Wen hast du da im Tor? Mann, ein scheiß Bronzemann hast du mir da reingestellt. Und ich dachte mich dann, scheiße, ich hab das Gegnerteam weggedrückt. Ulreich. Nein, oder? Der Bronzemann ist gar nicht auf dem Feld? Der Torwart ist auf dem Feld, doch. Rechtsverteidiger, macht er gut. Du hast den Torwart nicht gestellt? Ich hab nicht mal einen Gamechanger gehabt, du Held. Was soll ich denn das wissen? Ja, wenn ich keinen Torwart drin hab, wahrscheinlich stelle ich keinen Torwart rein. Ah, okay, gut. Und du sagst noch bei Dings gerade, bei Benazir war es eine Fackel. Ja, ich muss das so lange, ich muss so lange aufrechthalten, wie es so geht, diese Illusion. Zum Glück habe ich das Team direkt am Anfang weggedrückt, ne? Oh, Mandanda, Munir. Was ein Positioning. Munir, Junge, ist der Beste. 4-4 oder was? Oder 3-4? 3-3, oder? 3-3? Ich hab 3-3. Gott, 3-3. Philips U-Lampe.
Noch so Power. Das war wirklich schon Fackel. Was, ey, das Gameplay ist aber so unterschiedlich. Es ist so viel schneller als es gerade eben. Aber weil wir auch beide so eine gleiche Formation spielen, ist es bestimmt, kommt es bestimmt auch ein bisschen darauf an. Oh, Bruder! Meunier! Ich hab doch auch kein Torwart. Wirklich, mein Jahr so weg. Oh nein. Oh nein. Meunier! Kulisewski, so ja? War das gerade auch Kulisewski? Oder war das Meunier? Ja, das gibt's doch nicht. Wirklich, Makelele hat so einen schlechten Schuss. Ich wollte unbedingt noch einen reinstellen beim Teambau. So, der Schuss hat im Mittelfeld, Digga. Und dann dachte ich, wen nehme ich denn da? Dann habe ich es einfach nicht geschafft, das Team zu bauen. Dann muss ich einen Franzosen nehmen. Und dann habe ich halt Makelele genommen. Dachte mir, der hat 24 Schuss. Egal, die anderen beiden machen das schon. Na! Schieß doch nochmal. Muss ich annehmen. Muss ich leider machen. Ich darf diesen Makelele nicht schießen lassen. He cannot do this, man. Komm, Kunde, zeig mir, was du kannst. Die Rache für die Longshots, die du mir drückst, wenn ich einen Torwart drin habe. Wieso macht er denn so? Das war der schlechteste Longshot, den ich jemals gesehen habe. Komm, irgendwie nochmal. Nein. 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 Ja! Irgendwie nochmal! Georgie! Das kannst du doch keinem erzählen, ja. Diese Verteidigung. Onkel Georgie, ey. Oh je, Verlängerung, Verlängerung, ey. Ich kann das doch nicht mehr eben grandios, Verlängerung. Ey. Du spielst immer so viel Pässe, ich komme bei dir echt nicht hinterher bei deinem Gameplay, wirklich. Gott, diese Lücken, diese Lücken. Kein Abseits. Diese Verteidigung, ich müsste jeden Mann einzeln steuern. Kein Abseits. Und jetzt Makelele. Nein. Ey, Tom, blend mal bitte hier ein, wie viel Longshot Makelele hat. Das ist ein Schusswunder. Tut mir leid, Stein. Ah, er muss das doch ausnutzen. Wirklich. So ist das Game, ey. Wirklich, also ich glaube, es gibt keinen schlechteren, keinen schlechteren als Foden in der Verteidigung, was er da veranstaltet. So ein Bronze, Mann. Fanzini. Der war da dran. Ja, mein Jahr ist wirklich, also jetzt gerade wirklich der schlechteste Tor, den ich je gespielt habe. Manchmal ist er gar nicht so schlecht, aber da war der richtig. Elfmeterschießen. Oh, ach, man. Du Scheiße, oh, Junge. Oh, man. Ich bleib stehen. Glaub ich nicht. Ja! Ich hab mich schon, bevor du das gesagt hast, dazu entschieden. Das hat mich noch mehr verunsichert. Ja! Gott! Mann, Steini! Ja! Scheiße! Oh, jetzt muss ich halten, ne? Jaaaack! Gott, der kann keine Elfer. Let's go! Mike Magnon, die Katze. Kannst einiges wieder gut machen. Kannst einiges wieder gut machen! Scheiße, ey! GG! Kacke! GG! Was ein Spiel, wirklich. Endlich sehe ich mal diesen schönen Ball wieder in den Hand. Den schönen WM 2002 Ball. Wirklich, habe ich gekauft und nie gesehen. So schön. Gott, ist 8-8. Ja, du kannst. Eigentlich will ich gar kein Treffen nach dem ganzen Spiel, ne? Da, mit so einer Ansage wird meistens der Dickste getroffen. Ja, aber nach, weißt du, es war so, das Spiel hat es nicht verdient, einen dicken Discard zu kriegen, weil das war wirklich ein sehr, sehr geiles Spiel. Und leider ist es oft bei den Spielen so, dass es dann doch am Ende reinknallt. Gib mir einen Linksverteidiger. Ich dachte, du sagst linker Stürmer. Perfekt. Bellingham in Form. Oh. Das kostet ja gar nichts, glaube ich, ne? Wer war linker? Ja, kannst du das gerade. Wer war linker Stürmer? Best. Oh my goodness. Gut, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine positive Bewertung da. Geht jetzt spätestens zu Steinis Video rüber, das ist auch sehr, sehr geil geworden. Lasst ein bisschen Liebe da. Und dann sehen wir uns am Freitag wieder, wenn es den neuen Fettsack-Freitag gibt. Danke, dass du dabei warst, Steini. Easy. Ey, bedanke mich und bleib gesund, ja? Bis die Tage.